Hallo Konfuzeier, schön, dass ihr wieder da seid. Hier ist sie wieder, eure Josie, mit einer weiteren Folge in der React Time. Und zwar gehen wir heute in die Twitch Clips Germany. Die 200 haben wir letzte Woche hinter uns gelassen. Wir sind jetzt bei der 201. Die Folge heißt Freundschaftsdienst. Ich bin mal gespannt, wie immer, was sich dahinter verbirgt. Wir werden uns das gleich zusammen anschauen. Vorher kleiner Hinweis, da es in diesem React Time dazu kommen kann, dass ich unbewusst oder auch bewusst Werbung mache, ohne dass ich dafür bezahlt werde, habe ich trotzdem da oben Dauerwerbesendung eingeblendet. Das ist nur zur Absicherung meinerseits, weil sich darüber beschwert wurde, dass das drin steht. Kurzer Hinweis, damit ihr das wisst. Wir starten jetzt aber rüber in den Live-Bereich. Und da sehen wir schon das Startfenster von den Twitch Clips Germany. Folge 201, Freundschaftsdienste, wie gesagt. Wir schauen uns an, was es damit auf sich hat. Los geht's. Hi. Ich bin Marcel. Und ich wurde von Amorant gesmashed. Ich wünsche dir viel Spaß bei der neuesten Folge Twitch Clip Germany. Lass auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Und ein Abo. Und aktivier die Glocke. Let's go. Ja, das war ein schöner Einstieg. Er wurde gesmashed, das ist aber nicht nett. Nein. Ego White. Ja, wie gesagt, interessante Einleitung. Marcel, ich weiß nicht, irgendwie scheint der Name Marcel im Internet dazu befähigt zu sein, Streamer zu werden. Ich kenne jetzt, dann nehme ich jetzt schon mehrere Marcels, die streamen. Interessant. Was ich interessant fand, das Mikro, was er hatte, das war ein Wave 3. Würde ich jetzt mal sagen. Ich habe es nicht von vorne gesehen, deswegen kann man das nicht so genau sagen. Das Wave 1 gab es ja auch eine Weile, ist mittlerweile vom Markt verschwunden. Das hatte ich auch mal eine Weile und ich kam nicht so gut damit klar. Beziehungsweise nein, falsch. Ich kam schon damit gut klar. Ich fand, es war ein super Mikrofon. Mein Rechner kam nicht mit der Software klar. Da gab es Probleme und deswegen habe ich es dann wieder zurückgegeben und habe mir dann Janis hier geholt. Ist auch gut. Hat gute Software. Obwohl, das hat eigentlich gar keine Software dabei. Stimmt, die Software, die ich nutze, ist eine externe. Dafür und ich bin damit voll zufrieden. Und was noch? Ach so, jetzt weiß ich nicht mehr, was ich wollte. Jetzt ist es weg. Ach so, doch. Und da hat er ja Holy drinstehen gehabt. Momentan trinke ich Holy nur in der Schule. Also, heute seht ihr ein an der Wäsche. Weiter geht's. Warte, gib mal kurz dein Bier. Au. Oh. Nein. Boah, ist das mies. Oh, ist das. Eigentor. Wie sagt es so schön? Kleine Sünden bestraft der liebe Gott sofort. Das Video ist zu leise. Das Video war zu leise. Also, eigentlich soll das relativ laut sein. Also, ich habe es relativ laut hier eingestellt. Hier ist auch relativ laut. Sollte eigentlich passen. Also, es war ein relativ leises Video. Eigentor, weil, wie sagt man so schön, jetzt muss ich nochmal sagen, die kleine Sünde bestraft der liebe Gott sofort, größere brauchen etwas länger und wenn man sowas macht, sollte man natürlich darauf achten, dass man nicht im eigenen Streamingzimmer sitzt und sich selbst den PC versaut. Aber trotzdem fand ich das eine sehr interessante Reaktion, aber ja, gut, sie hat halt die Kohlensäure aktiviert und das passiert dann halt. Ja, ist aber schlecht, wenn man das macht, kurz bevor derjenige trinkt, das ist dann ganz schön schlimm. Gut, weiter geht's. Ah, geil. Ja, wieder das typische, wir spielen ein Horrorspiel und denken nicht dran, dass wir erschreckt werden könnten. Aber das war mal ein richtig schöner Erschrecker. Muss ich sagen, also schön. Und das in einem Sabaton, das ist natürlich auch toll. Falls ihr euch fragt, wann ich mal ein Sabaton mache, ich bin überlegt, zum ersten Streaming-Geburtstag einen zu machen, so ein Wochenende. Das muss ich mir aber noch überlegen. Da sind so ein paar Sachen in Planung. Das werdet ihr rechtzeitig mitbekommen. Und dann, gucken wir mal. Das wird dann natürlich eine richtig schöne Sache. So 24 Stunden rund um die Uhr streamen, das wird schon nicht ganz einfach. Aber mal gucken. Aber war schön, der Erschrecker, fand ich lustig. Ich habe etwas, was ihr nicht habt. Grüne Haare! Penis!
Weiß das auch. Ich nicht. Würde ich jetzt nicht pauschal nehmen. Gibt auch eine Alternative dazu. Ey, das war jetzt keine Einblendung. Ja, also erstmal Kistenkarte, ja, du hast vor mir angefangen mit Twitch. Ich habe aber vor dir angefangen mit YouTube. Aber es geht ja um Twitch, gut. So, das zum einen. Zum zweiten. Ja, er hat was, was nicht alle haben. Grüne Haare, ein Penis haben auch nicht alle seine Zuschauer, das stimmt auch. Ich zum Beispiel habe keinen, aber gut, ich bin auch keine Zuschauerin von ihm jetzt gewesen in diesem Fall. Und ja, also, man sollte vorsichtig sein. Es gibt immer wieder Dinge, die man hat, andere vielleicht nicht. Aber das passt jetzt gerade mit diesem Einwurf. Und es ist schön, dass du rausgefunden hast, dass es Lorena war. Das habe ich mir schon gedacht. Die hat nämlich viele Songs zu diesem Film beigesteuert. Auch alle bei Twitch Clips. Twitch Clips Germany gelandet sind. Twitch. Das war jetzt. Oh, also, das war jetzt. Vorführeffekt. Also, Twitch Clips Germany heißt das Ganze. Und ich sage das jetzt auch zu mir selbst, weil es mir ja gerade auch passiert ist. Gedanken sortieren, in die richtige Reihenfolge im Kopf bringen und dann aussprechen. Habe ich gerade auch nicht ganz geschafft, aber es hat beim zweiten Anlauf funktioniert. Sie hat mehr Anläufe gebraucht. Aber auch wieder was Schönes, fand ich lustig, dass man das auch mitmacht. Manche machen das ja auch absichtlich. Also ich habe es jetzt gerade nicht absichtlich gemacht, das gebe ich ganz ehrlich zu. Mir ist es einfach so passiert. Kann man Fackeln eigentlich unter Wasser bitte nicht klippen. Es ist unglaublich. Ich bin der dümmste Mensch der Welt, wirklich, ohne Witz. Wie bin ich eigentlich so weit gekommen im Leben, wirklich? Also es ist eher interessant, dass man unter Wasser normale Fackeln benutzen kann. Gut, okay, es ist ein Spiel, Minecraft. Da kann es durchaus passieren, dass da was nicht so funktioniert, wie das in der Realität funktioniert. Aber man kann auch unter Wasser Fackeln benutzen. Ja, man braucht nur Magnesiumfackeln, denn die brennen auch unter Wasser. Genau. Kann man bei Ark auch, sagt unser Kistenkater gerade, der muss es wissen, der spielt Ark. Und das mit dem guten Vorsatz, mein lieber Mann, darüber reden wir nachher. Das klang alles sehr gut, ne? Aber wollt ihr mal mein Zeugnis der 10. sehen? Nee, bitte nicht. Der 10. Klasse Realschule. Oh oh. Das ist mein Zeugnis aus der 10. Au! Autsch! Mangelhaft. Okay. Das ist mein Zeugnis der 10. Ich wusste nicht mal, dass ich einen Hauptschulabschluss hatte. Wusste ich nicht mal. Oha. Also das ist ein und was ist er geworden? Twitch-Streamer und ein sehr erfolgreicher sogar dazu. Mein Abschlusszeugnis sah besser aus. Gebe ich ganz ehrlich zu, das hatte ich dir jetzt gerade erst wieder in der Hand. Ist aber auch schon eine Weile her. Ja. Kann ich mir bei dir gut vorstellen, Kistenkader, dass das so passiert wäre. Ich muss dazu sagen, bei mir hat sich nie jemand dafür interessiert, wie meine Zeugnisse ausgefallen sind. Zumindest in der Zeit, wo ich noch zur Schule gegangen bin und Zeugnisse gekriegt habe. So in den unteren Klassen war das noch toll, da hat man dann dafür auch noch ein bisschen was bekommen. Je höher man stieg, umso seltener wurde das und spätestens, als ich dann in Schwalbach war, das kein Mensch mehr interessiert, wie mein Zeugnis war. Da war es schön, wenn ich weitergekommen bin, toll. Wenn ich nicht weitergekommen wäre, hätte es auch keinen interessiert. Naja. Ein sei gerade Dings. Wasserwaage nennt man die Dinge allgemein auch. Und gerade Dings ist natürlich auch eine sehr interessante Sache. Könnte hessisch sein. Nein, aber wie gesagt, Wasserwaage. Und das ist eine sehr gute Wasserwaage. Freudig, freudig. Horror Game. Komm nochmal die Stühle hier weg. Ja, wunderbar. Gesagt, gemacht. Ganz einfach, passt doch. Anweisung gegeben, nachfolgender Macht sorgt dafür. Perfekt. Schlimmer wäre es jetzt gewesen, wenn dahinter nach keiner gelaufen wäre, sondern dass der Geist gewesen wäre. Wobei, die Tür hat sich auch von alleine geöffnet, glaube ich. Interessant. Ich hasse euch manchmal so sehr. Ja, dann schießt doch ab.
Oh Mann. Nicht wirklich, oder? Nicht wirklich. Wie kann man so gut zielen und am Ende dann doch vorbeischießen? Also, ja, gut. Fällt mir nichts zu ein, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, ich habe soeben nochmal 500 Babys bestellt. Wie bitte? Man kann Babys bestellen? Ist Menschenhandel nicht in Deutschland verboten? Ich meine so, ich frage jetzt mal, also es soll ja Länder geben, da ist das gang und gäbe, aber bei uns? Was für Babys hast du bestellt? Zeigen, ich will sehen. Nicht nur bestellen, auch zeigen. Okay, ich werde es irgendwann hinkriegen, irgendwann eines Tages, ja, wenn du am wenigsten damit rechnest, werden wir uns auf einem Event, bevor wir uns begegnen, wirst du mich schreien hören und du wirst dich erschrecken. Ja, es kann aber nicht so von hinten nähern, weil ich habe manchmal so einen Reflex, nicht, dass du versehentlich aufs Maul bekommst. Ach so, nee. Aber es stimmt, ich heb's mir auch auf für irgendwann mal, weil das Schlimmste, was halt passieren kann, ist, dass du das, also wenn es halt zu verselber ist, dann ist es halt nicht so gut, ne? So, und deswegen... Naja, manche würden jetzt sagen, es ist ein Tourette, aber nein, das ist es das nicht. Er hat das mit Absicht gemacht. Aber es, hey, mit Ansage und dann erschreckt sie sich trotzdem noch so stark. Wow, nicht schlecht, nicht schlecht. Sie ist sehr schreckhaft, muss ich sagen. Aber diese Vorwarnung von ihm, dass wenn sie das von hinten macht mit dem Erschrecken, sie eine vor die Futterluke bekommen kann, ist auch nicht schlecht. Oh, Katze. Große Katze. Dein Ernst jetzt? Ja, komm. Schatz, es ist eine große Katze, oder? Sehe ich das jetzt so? Ich gehe dann mal. Kuri macht das schon. Aber eine geile Katze. Muss ich jetzt mal sagen. Nicht so schön wie unsere, aber geile Katze, geile Fellfärbung. Hallo. Nicht essen, ich brauche das noch. Wow, also... Das muss ich jetzt echt mal sagen, das ist echt eine geniale Katze gewesen. Schönes Fell, schöne Form, dürfte eine Maine Coon gewesen sein. Oder eine Waldkatze, eins von beidem. Beides Katzen, die ich sehr favorisiere. Aber jetzt dazu, so schön wie unsere ist sie nicht. Aber unsere würde das genauso machen. Die würde auch gucken, was das ist und dann eventuell versuchen, ob man das essen kann. Man weiß es ja nicht, man weiß es ja nicht. Man muss ja mal gucken, gell? Ja, und dann neben uns, die haben gefühlt einfach einen Pit aufgemacht. Und dann sagt die hinter uns, ja, dann haben die mit ihrem Rumgeschubser angefangen, das hat voll mein Vibe gekillt. Und was war daran jetzt so lustig? Das ist Jugendsprache. Gut, man könnte jetzt überlegen, ob das Vibe sich auf Vibe mit V oder auf Vibe mit W bezieht. Weil dann hältst du unterschiedliche Bedeutungen. Aber ansonsten fand ich jetzt da irgendwie... Irgendwie ist dieser Witz an mir vorbeigegangen. Geschubse, Schatz? Ich sag ja, irgendwie ist der Witz an mir vorbeigegangen. Manchmal passiert das bei mir auch. Bei mir hängt immer noch die letzte Woche nach. Wechseln kurz auf das rechte Bein, damit wir das linke Bein seitlich etwas eindrehen können und belasten dann... Das dritte Bein. Ja, genau. Also bei allem Verständnis, ich habe jetzt mehrfach hingeguckt. Ja, okay, stimmt. Ja, jetzt habe ich es gerade verstanden. Aber bei dem jetzt gerade eben, also er hat drei Beine gesagt, aber er hat auch nur zwei. Obwohl, er war ein Mann, er hat ein drittes. Aber eins muss, an einem muss dieser Mann wirklich arbeiten. Und das ist an seinem Mikrofon. Sein Audio, es hallt und es gibt keine Rückkopplung in dem Sinne, aber durch diesen Hall hört man es im Endeffekt doppelt, leicht zeitversetzt. Das ist nicht gut, gar nicht gut, aber interessant. Okay, ich bin gleich wieder bereit für Ihre Imitation. Ja. Heute haben wir die Folge der Worte, die man nicht aussprechen kann. Imitation, hat sie gemeint. Also jemanden nachahmen. Ich frage mich immer, warum man die schweren Worte wählt, wenn man es im Deutschen doch so einfach ausdrücken kann. Nachahmen. Also Knossi-Nachahmer. Passt doch. In einer Sackgasse.
Wie sagt man das denn sonst? Sackgasse. Ich sag Sackgasse. Das fällt mir jetzt erst auf. Ich sag immer Sackgasse. Das heißt Sackgasse. Leute, das ist mir jetzt erst bewusst. Lieber spät als nie. Aber interessant, dass man aus Sackgasse Sackkasse macht. Was kann man in der Sackkasse denn bezahlen? Ganz doch klar, Säcke. Kartoffelsäcke, Reissäcke, Zwiebelsäcke. Wenn ich, was ihr schon wieder denkt. Okay, ich versuch das jetzt, ja? Hey! Ich trage. Ja, bitte. Bitte halt dich fest. Oh, hey, cool. Und jetzt los. Und los. Hey, yes. Sehr gut. T! Nein, F! Maxime, F! Warum drückst du T? So als Lernerfahrung. Als Lernerfahrung. Wieder einmal schön dargebracht, wenn du solche Freunde hast, brauchst du keine Feinde mehr, weil die Freunde machen dir das Leben schon schwer genug. Das war ein schönes Koop-Spiel. Sie hat sich so viel Mühe gegeben und am Ende macht der Helfer dann Mist. Ja, genau. Wo ist die Aurora? Hilfe, wo ist mein Schiff? Da! Cool. Aber hat das dieses Monster nicht gerade ein Schiff weggebracht? Sie hat noch ein zweites? Interessant. Ja, genau. Gut. Ja, ist halt so. Kannst du die Tür? Es ist kalt. Ja. Kannst du die... Alarm! 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 Diese Frau manchmal, ne? Ohne Witz, ich raste aus. Ja! Damn! Cooler Move! Erstens mal zu der Aussage kurz von Kistenkater noch im Chat. Ja, das Gequietsche ist halt so. Frauen sind das so. Aber ich habe auch schon Männer gesehen, die so gequietscht haben. Das zudem. Und ja, war ein geiler Move mit der Tür. Warum manche aus Autos aussteigen und die Tür nicht zumachen, nur weil sie gleich wieder einsteigen wollen, erschließt sich mir manchmal auch nicht. Gerade wenn es draußen noch kalt ist, ist das eigentlich eher nachteilig, wenn man die Tür dann auflässt, weil dann wird es drinnen ja auch wieder kalt. Ja, Kistenkater, das ist männliche Logik. Das kann ich nicht nachvollziehen. Ich bin kein Mann. Ui, mal Stream. So sieht er aus, ne? Wer soll das sein? Sieht aus wie ein Teletubby. So. Soll das hingeht, soll das. Ich muss es sehen, Linda. Nein! Das war so nicht gemeint, der war einfach nur. Ja, der war einfach nur zu lang, der Strich in der Mitte. Sollte das Gollum darstellen? Ich meine nur, also vom Aussehen her könnte es auch eine Funky-Pop-Figur gewesen sein. Ja, ich weiß, es sollte Gollum gewesen sein, aber ich bin mir da etwas unsicher. Wie gesagt, weil es könnte auch eine Funky-Pop-Figur gewesen sein. Ach so, stand drüber. Ja, gut. Ja, du weißt. Du weißt, ich nehme immer nur Teile, immer nur den Hauptteil wahr, den Rest blende ich so nebenbei aus. Nein, klar, habe ich gesehen, nein. War cool. Aber hätte trotzdem eine Funky-Kopffigur sein können. Kleiner Körper, großer Kopf. Wenn du dich... Weißt ja, haben wir hier hinten eine stehen. Eine Hedwig. Geschenk bekommen. Weil ich auf Hedwig stehe. Nein, weil ich auf Eulen stehe. Wenn du Klopapier wärst, würde ich mir nie den Arsch abwischen, aus Angst, dich zu verlieren. Kleiner als drei Raute Komplimente kann ich. Das war ein Kompliment. Ich weiß nicht. Ein sehr fragwürdiges Kompliment, muss ich sagen. Wenn mir das jemand so sagen würde, dann müsste ich mir überlegen, ob die Freundschaft weiterhin bestehen bleibt.
Ahnung. 6%. Ganze 6%. Warte mal. Aber nur 6%? Schätzt ihr, wie viel Prozent der Säugetiere sind noch Wildtiere? Nur 6%? Hä, was machen die anderen? Das ist für... Oh mein Gott. Oh. Oh mein Gott. 6% Wildtiere. Was machen die anderen 94%? Das ist doch ganz klar. Das sind entweder Nutztiere, Haustiere. Und kleiner Funfact für die Leute, die es vielleicht nicht wissen. Der Mensch ist auch ein Säugetier. Und wir sind nicht wildlebend, wir sind domestiziert. Entweder durch die Gesellschaft oder durch unsere Arbeitgeber oder durch den Staat. Je nachdem, wie man es sehen möchte. Und dass nur so wenige Wildtiere noch existieren, daran ist auch das schlimmste Tier der Welt schuld, nämlich der Mensch. Ich hab's ja schon mal gesagt, manchmal wäre es wirklich besser, wenn der Mensch nicht da wäre, dem Planeten würde es viel besser gehen. Hat an der gleichen Stelle, wie er das... Ja, kann vorkommen. Ja. Jetzt weiß ich wenigstens Bescheid. Habe ich vorher noch nie gehabt. Was denn? Ach, deshalb redet sie die ganze Zeit nicht mehr mit mir, Chat. Da, ich habe dir zugehört. Die ist mit Vögeln beschäftigt. Nee. Sorry, dass ich... Hey Leute, wenn ihr mal Tischkesselchen spielt, es soll ja noch Leute geben, die das machen. Wenn ihr nicht wisst, was das heißt, könnt ihr unten in die Kommentare schreiben, die Fragen, dann erkläre ich euch das beim nächsten Mal gerne. Aber dann habt ihr jetzt Neues gelernt, Vögel. Ja, genau. Mit Vögeln beschäftigt ist ein schönes Teekesselchen, ja. Ganz einfach. Wir haben im Koop gespielt, dieses Spiel. Die eine Person hat nicht mehr mit der Hauptakteurin geredet und sie hat sich gewundert, warum. Und dann meinte sie, jetzt weiß ich warum, weil sie ist mit Vögeln beschäftigt. Was wieder zweideutig war. Du weißt doch, wer zweideutig denkt, hat eindeutig mehr zu lachen. Und die haben das Lachen gehabt. Welche Antwort war die richtige Antwort auf die vierte Frage? A, D, B, C, C, A oder D, B? Willst du mich jetzt verarschen? Nein, ich liebe diese Frage. Das ist eine miese Frage, eine ganz miese Frage. Oh Mann. Erstmal, dass man in zwei Richtungen denken muss. Man muss sich auch noch merken, was die Fragen davor für Antworten hatten und welche davon richtig war, um diese Frage zu beantworten. Also das ist fies. Das ist fies. Als Fragender hat man da natürlich den Spaß auf seiner Seite. Als Antwortender, ja, da kommt dann das Wissen durch. Ja. Magne. Magna? Cool. Magna. 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 Es passiert nichts. Ja. Gut erschreckt, perfekt gemacht. Man wusste eigentlich aber, dass das kommt, weil diesen Teil hatten wir schon mehr als einmal. Und aber schön erschreckt, muss ich sagen. Schön erschreckt. Das war mal richtig, richtig schön. Und Magna steht auf dem Poster. Like open doors. Gänsehaut. Wow, erstens mal geiler Song. Es ist einer meiner Lieblingssongs von Evanescence. Und geil interpretiert. Wenn ich die Augen zugehabt hätte und hätte jetzt nicht gewusst, dass sie das nachsingt, ich hätte fast schon geglaubt, das ist das Original. Richtig cool und geile Stimme. Wow, ich habe Gänsehaut. Ich habe Gänsehaut. Cool. Okay, gut. Konzentration jetzt. Jetzt aber wirklich.
Jetzt mal wirklich. Ja. Und tschüss. Geil, geil. Er hat noch nicht mal das Hindernis geschafft. Er war noch nicht mal am Hindernis dran, was bei mir ausweichen muss, nämlich den Kugeln. Nein, und er stürzt vorher schon ab. Ja, ja, so kann's gehen, so kann's gehen. Und lieber Kistenkater, jetzt kommt die Retourkutsche. Du bist noch nicht wach. Bist du denn überhaupt irgendwann mal wach? Ey, Effekt. Boah, das habe ich als Kind auch gemacht, dann habe ich gekotzt. Seitdem esse ich keine Schlagsahne mehr. Zu viel Information, zu viel Information, zu viel Information. Error, error, error. Zu viel Information. Ah, Kopf, Kopf, Kopf. Also ich mache das heute noch manchmal. Okay, das lasse ich jetzt unkommentiert. Kistenkater. Das Lied Komet ist eine überraschende Kooperation zwischen Apache und welchem Musiker? Udo Lindenberg. Oh, yes. Nein, Udo Lindenberg. Ich liebe Udo dieses Jürgen? Lied. Wie heißt es? Ist es mit S? Also Udo Jürgen? Ja, also safe. Nein. Udo Jürgen? Ja, Udo Jürgens. Nein. Dieser. Der mit dem Hut. Weißt mit dem du vielleicht? Weißt du vielleicht Udo Lindenberg, Bro? Ah, Bro. Heißt er so? Ja, er heißt Udo Lindenberg und dieses Lied ist absolut geil. Ich muss ganz ehrlich sagen, Apache 207 habe ich bis zu diesem Titel nie wirklich gehört, weil ich dachte, Gangster, also Deutschrapper, Gangsterrap, nee, das musst du dir nicht anhören. Seitdem ich dieses Lied gehört habe, habe ich mir einige seiner Titel angehört und da sind wirklich gute Texte dabei. Aber dieses Lied ist immer noch mein Favorit, weil das haben sie wirklich gut gemacht. Und es zeigt wirklich ziemlich deutlich, wie es bei uns in Deutschland abgeht, auch vor Gericht. Du machst gute Dinge und wirst trotzdem dafür bestraft, weil du deswegen, um das gute Ding zu machen, etwas Schlechtes machen musstest. Ja, ja, das ist auch ein schönes Lied, ja. Aber wie gesagt, speziell dieses das Komet finde ich genial. Das ist ein toller Titel. Und ich muss dazu sagen, den habe ich das erste Mal, als ich ihn gehört habe, im kommerziellen Radio gehört. Nicht in einer Playlist von mir, sondern oder auf YouTube, sondern wirklich in einem kommerziellen Radio. War das ein Gegner? Glaub nicht. Doch, da kommt gleich einer. Und der schießt dich von der Seite. Ich behaupten, wir haben eine Scheißposition. Ja, hast du. Nach Scheiß, jetzt hat es da mich. Ja, du hast es doch schon angesprochen. Eine Scheißposition. Ja, dann behält er doch die Position. Und zwar nicht erst, wenn dir auffällt, dass du eine Scheißposition hast, sondern vorher. Also, ja. Selbst schuld. Kein Mitleid. Kein Mitleid. Brauchst du zwei Sachen brauchst du. Nee, drei Sachen brauchst du. Ja, was denn jetzt nun? Das sind fünf. Das waren jetzt. Also, zwei Sachen. Drei Sachen. Nein. Also, das sind zwei und das sind drei. So. Üben wir mal. So. Und das ist Esoterik. Ein Steckenpferd von Flo, worüber er sich gerne lustig macht. Möchtest du nicht, dass diese Botschaft ausgestrahlt wird? Ah, Geisterjäger. Ich danke dir ganz, ganz herzlich. Das war jetzt für mich unfassbar beeindruckend. Ja. Wie gut du das gemacht hast mit dem Drehen. Absolut insane, richtig beeindruckend. Freunde, wir haben hier zwei Chipspackungen. Wenn sie auseinandergehen, ist das ein Nein. Und wenn sie zusammengehen, ist das ein Ja. Und ihr seht schon, hier ist jetzt nicht viel los. Chips, sprecht zu mir. Chip und Chap. Sollen wir die Doku auf jeden Fall noch zu Ende gucken? Oh, okay, ist ja gut. Ja, ja. Nicht alles Esoterische kann man wirklich so erklären, aber er hat es gut auf den Punkt gebracht. Vieles davon ist nämlich genau das, Beeinflussung. Das trifft auch aufs Pendeln zu. Unbewusst zwar, aber auch ein Pendel wird beeinflusst. Was interessant ist, muss ich ganz ehrlich sagen, und da sollte man wirklich gut aufpassen, weil das ganz auch negative Folgen haben kann, wie alles. Bei den Hexenbrettern, wenn man das mit mehreren macht, dann könnte es crazy werden, wenn man sich an das hält, was das Hexenbrett oder wie man das Hexenbrett benutzen sollte. Wenn natürlich einer die Führung übernimmt, dann ist es natürlich blöde, weil meistens beeinflusst der dann unbewusst oder bewusst
den Ablauf des Zeigers. Mitnehmen. Für die schwierigen Zeiten mitnehmen. Ja, ja, gleich wirst du erschreckt. Ich sag's noch, gleich wirst du erschreckt und in dem Augenblick passiert's. Und das war ein geiler Erschrecker, geil, geil. Wenn ich das hier machen würde, würde ich mir wehtun. Definitiv wehtun. Ich muss euch bei Gelegenheit mal zeigen, wie das hier bei mir aussieht. So vor dem, also so wo ich sitze, was ich dann so sehe, wenn ich hier meine Videos mache. Momentan nicht, es sieht ein bisschen chaotisch auf meinem Schreibtisch aus. Und wenn ich mache das bei Gelegenheit mal, dann kriegt ihr mal so eine kleine, in Anführungsstrichen, Ruhmtour, weil so viel habe ich hier ja jetzt nicht, was ich euch zeigen kann, weil ich habe hier noch kein großes Streaming-Zimmer in dem Sinne. Also ich habe ein großes Zimmer, in dem ich streame, aber es ist halt auch ein Wohnraum. Genau. Yes, guck mal, wir sind so gut. Wir sind ein Team. Ein Kaninchen. Spürst du es auch? Ich spüre es. Oh. Julie, ich spüre es. Jen, das war schon immer mein größter Wunsch. Oh nein. Ihr wartet jetzt bitte nicht davon, dass ich dazu irgendwas sage, oder? Ja. Wie gesagt, das können wir gerne mal machen. Kistenkader ist eine gute Idee. Müssen wir gucken, weil ich habe ja die Möglichkeit, über mein Phone noch eine zweite Kamera hier reinzubringen und die dann muss ich dann halt nur nebeneinander machen. Das ist halt kein Problem. Das kriegen wir mal hin. Können wir gerne machen bei Gelegenheit, klar? Keine schlechte Idee. Und meine Kajüte mit den Missionen. Fang Fisch für den Tag. Frischen Fisch auf Tisch, nicht? Ha. Lieber Rum trinken als rumlungern, nicht? Ha. Das waren sehr flache Reime und ja, nicht unbedingt die schlauesten, aber gut gemacht. Da muss man erstmal drauf kommen. Also, dabei zu reimen, meine ich. Nicht auf diese Reime, auf die muss man nicht kommen. Hexenbrett, als hätte ich es geahnt. 68. Nein, 86. 368. 863. Nee, ja, ablesen will gelernt sein. 863 ist nicht 368, sondern 863. Himmel, Herrgott, da. Gerade eben habe ich es doch gesagt. Erst Gedanken aussortieren und dann aussprechen. Also 863. So, jetzt habe ich es. Genau, so. Ja, ich liebe diese Teile auch. Du hast noch eins da? Okay, wusste ich gar nicht. Hätte mehr looten sollen. Oh fuck! Nein! Nein! Jetzt mach einfach auf. Oh mein Gott. Nein! Was zum Geier hat er da gemacht? Irgendwas klein gehackt. Aber das war falsch, oder wie? Oder was? Oder weshalb? Oder warum? Manche Spiele erschließen sich mir einfach nicht. Irgendwie habe ich da keinen Bezug zu. Oh, Auto rein. Der geht immer noch nicht. Ah, nee, Autoball. Rocket League. Ja, Tor. Oh, Alter, Report to Professor Dr. Kaffeemaschine. Der hat extra reingeschossen. Ja, aber hey, das war ein geiler Autosprint, muss man mal sagen. So über das halbe Spielfeld und dann direkt im richtigen Moment an der richtigen Stelle sein. Das ist Glück oder Können. Je nachdem. Hoffentlich komme ich mit Ole in eine Gruppe. Schauen wir mal. So, ich mische noch mal ein bisschen durch hier. Dann haben wir noch einige, ne? Wir sind gerade mal bei Gruppe 2. So, als nächstes haben wir... Ole Toys! Really? Was für ein Zufall? Was? Ja, ein Schelm, wer wirklich an einen Zufall denkt. Also ich bin mir da nicht sicher. Das war bestimmt gezinkt. Ja, das war gezinkt, garantiert. Knoblauch, ich glaube, ich gehe gleich erstmal am Kühlschrank und gönne mir 2 eingelegte 10 Knoblauch. Also ich spiele sehr gerne Kniffel, aber ich knobel auch. Oh mein Gott. Moment, das muss ich jetzt reden. Er sagt, er geht gleich an den Kühlschrank und zieht sich 2 eingelegte Knoblauchzehen rein. Sie meint, während sie Uno spielen, dass sie gern kniffelt, aber auch gern knobelt. Und was hat das Ganze jetzt miteinander zu tun? Genau, gar nichts. Nicht aufgepasst. 6,
setzen. So, übrigens, ne? Ich bin ja weggegangen, um was zu holen, Jen. Mm. Als du dann gesagt hast, ja, aber ist doch jemand aus Irland hergeflogen und so. Das ist ja eine andere Situation. Mm. Gewesen. Er wollte damit sagen, dass das, was Toro gemacht hat, nicht so viel wert war, was das, was Franzi Nein, gemacht Franzi hat. Nein, Franzi hat das als Freundschaftsdienst gemacht. Das war Toro wollte einfach nur bumsen. Toro wollte einfach nur bumsen. Nein! Das war da auch noch Freundschaft. Das wollte ich auch, aber er hat mich abends wieder weggeschickt. Oh, Franzi! Okay, also, kann ich jetzt einfach sagen, welcher Wurmstil das ist? Könnt ihr mir das jetzt sagen? Sorry, das war so eine harte Vorlage, ich muss es sagen. Ja, ich sage es immer wieder. Wer solche Freunde hat, braucht keine Feinde mehr. Ah, geil. Ja, so kann's gehen. Und da seht ihr ihn wieder mal, den Kistenkater. Guten Morgen zusammen. Ja. Lasst euch von ihr nicht ärgern. Sie macht das ich gerne. ich doch nicht. Doch. Ich bin die Liebste und Bravste und. Nicht mehr, wenn du schläfst. Und mit sowas bin ich verheiratet. Könnt ihr euch das vorstellen? Das mache ich jeden Tag mit. Aber stell dir vor, du hättest jemand anderen, würdest du dich den ganzen Tag nur langweilen. Auch wieder mal. So. Hey, die Waage habe ich auch. Aber bei der Waage steht das definitiv nicht auf dem Display. Okay, ist gemessen. Um diesen Gewichtsbereich freizuschalten, kaufen Sie das Schwerlast-DLC über die App für nur 111,30 €. Danke für fucking gar nichts. Hey, also, wir wissen, ab einem bestimmten Gewicht fängt die Waage an, sich zu beschweren. Hey, das wusste ich gar nicht. Gut, okay, in diese Region bin ich noch nie gekommen, aber 111 Kilo, das ist schon eine hohe Hausnummer. Das muss man mal sagen. Aber kleiner Tipp beim nächsten Mal wiegen, zieh die Socken vorher aus. Nicht aus dem Grund, weil du, weil das mit Socken blöde aussieht, sondern weil du dann ohne Socken die Sensoren auch kriegst und entsprechend zusätzliche Informationen. Okay, gut, ja. Ja, dagegen bist du wirklich Leichtgewicht. Ich sag dir doch immer, dass du nicht zu schwer bist. Du siehst, du bist nur untergroß. Oh, sowas haben wir auch schon gemacht. Was hat mir in die Hand genossen? Ja, du hast nicht schnell genug was nachgelegt. Das ist völlig normal. Oder es war der Hinweis, fertig, du kannst jetzt weggehen. Das muss man bei Wildtieren wissen. Oder auch bei eingesperrten Wildtieren. Wenn man die füttert, das kann durchaus passieren. Klar, ist so normal. Okay. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2... Halt die Schnauze! Boah, eine Sekunde. Ey, das war fies. Aber mich dünkt, die ist ein Kirby-Fan. Zwei Kirbys am Mikrofonarm, ein Kirby auf dem Kopf. Aber das war trotzdem fies. Genau. Rehe füttern ist wirklich toll. Das stimmt. Weißt du, was aber nicht so toll ist? Ziegen füttern. Erinnere dich, letztes Mal Besuch im Opel Zoo. Das Vieh hat mir fast meine Kamera kaputt gemacht. Hey, Cupcakes! Kaffeemaschine, Wasserkocher. Egal. Nee, also, ich find's mal wieder nicht. Was hab ich denn mit Sieben? Nicht ernsthaft, oder? Ich habe das Gefühl, hier gehen Dinge verloren in meiner Wohnung. Bestimmt ein Dieb hier in der Nähe. Ja gut, dann machen wir das halt irgendwie so. Da! Nimm doch die an der Wand. Das war jetzt nicht allen Ernstes, wirklich hier ernst. Also erstmal sage ich mal so. Wenn man so einen Kochstream macht, dann bereitet man sich ordentlich vor. Man guckt, wo alles ist, was man braucht und so weiter. Aber... ich bin mir jetzt wirklich definitiv nicht sicher, ob sie das nicht absichtlich gemacht hat. Weil die hingen so offensichtlich da,
Und sie hat auch 3-4 Mal in die Richtung geguckt. Also es ist jetzt nicht so, dass sie ständig da vorbeigeguckt hat. Sie ist immer mal kurz hängen geblieben und weitergegangen. Das ist wie mit dem, ich gucke ja Mask Singer, gebe ich ganz ehrlich zu, das gucke ich. Und da hatten wir in der ersten Folge, als das Känguru rausflog, das war ja Josef Liefers, und seine Frau war auch dabei. Und die beiden waren in der Schwimmrunde. Und als er rausflog, hatten sie sich fast umarmt. Und das hat dann dazu geführt, dass Rey Gabe wusste, wer unter dem anderen Kostüm war. Unter dem Seepferdchen. Nämlich seine Frau. Aber das, also so, auf solche Kleinigkeiten fange ich jetzt auch an zu achten. Und mir ist das aufgefallen, dass sie ein paar Mal direkt an den 7 kurz hängen geblieben ist und weitergeguckt hat dann schnell. Also ich bin davon überzeugt, dass das gespielt war. Schöner Sketch, aber man muss es auch nicht übertreiben. Au. Immer diese Gewalt. No. Ja. Die sind umarmt gestorben. So schön. Da haben sich wieder zwei gefunden. Ja, genau, wie ich schon sagte. Ist doch ein schöner Tod. Man stirbt Arm in Arm. Aber trotzdem war die Gewalt viel zu exzessiv. Ja, was noch? Was sind noch so simple Dinge? Audio ist wichtig. Ich glaube aber, was noch wichtiger ist, ist Ton. Also... Korrigiert mich, aber Audio und Ton ist in meinen Augen dasselbe. Man sollte das eine wie das andere haben. Was passiert, wenn man das eine und das andere nicht hat, hat man letzte Woche bei mir gesehen. Da redet man 20 Minuten und keiner kriegt's mit. Ja, so kann's gehen. Ja. Aber, ja. Genau. So, weiter geht's. Chris, klar, wir werden wahnsinnig viel Spaß haben. Ja. Auf 18 Löchern hier heute. Wir haben sogar erhöht. Wir haben jetzt mehr Löcher, mehr Spaß und, Ja, das war jetzt eine sehr gewagte Aussage. Vor allem, wenn man die Spieler im Hintergrund hat. ja, genau. Aber solche Events finde ich toll. Finde ich toll. Finde ich toll. Ja, genau. Oh. Schwabbel, ich weiß nicht, ob das so. Sind wir jetzt mit Benzin bedeckt, Schwabbel? Ich bin. Oder ist das Öl? Schwabbel! Johnny, wie geht's? Wo bist du? Hier. Mein Gott. Alter, das gibt Johnny, es doch nicht. Also, das war jetzt mal. Ich weiß nicht, ob es brennbar ist. Ich probiere es einfach mal. Ja, sowas gibt's. Leider. Immer wieder. In Spiel. In Realität solltet ihr das unterlassen, weil das könnte ernsthaftere Folgen haben als im Spiel. Also, liebe Kinder, Finger weg von brennbaren Sachen, die ihr über euch drüber gießt und ansteckt. Wie man effizient ein Kleinkind beruhigt. Das Kleinkind, das darauf reagiert und sich beruhigt, das möchte ich sehen. Ich glaube, das mit dem Beruhigen wird bei dieser Mimik nichts. Das Kind schreit eher noch mehr. Viel Spaß beim Neuberuhigen. Irgendwas anderes wollte ich euch aber eben noch erzählen. Und jetzt habe ich es irgendwie voll vergessen. Ich hatte eine Idee. Das war jetzt aber gut abgetimt. Mit der Mikrowelle und dem Bing im Hintergrund. Gut abgetan. Und sie hatte eine Idee. Ich hätte jetzt gerne noch die Idee gehört. Aber gut, haben wir nicht mitgekriegt. Passiert. Der ist ja nackig. Hey, der rennt nackig über die Straße. Er rannte nackig über die Straße. Und wurde umgenockt. Und es war Scum. Hey, ich hab's gelesen. Bin ich nicht gut? Tickets für die Überfahrt nach Oakmont. Massachusetts. Ich weiß, dieser Bundesstaat ist wie einige andere amerikanische Bundesstaaten ein Zungenbrecher. Das kann man nur aussprechen, wenn man schon einen Knoten in der Zunge hat. Und ich habe mehrere in der Zunge. Deswegen kein Problem. Weiter geht's. Massachusetts. Massachusetts.
Massachusetts. Massachusetts. Massachusetts. Massachusetts. Massachusetts. Massachusetts. Massachusetts. Massachusetts. Massachusetts. Ich hab's! Massachusetts! Shits! Massachusetts. Massachusetts! Nein! Das ist der Vorführeffekt, deswegen lasse ich das jetzt. Aber ich finde den Avatar immer noch geil, muss ich sagen. Und der Hintergrund war diesmal auch richtig toll. Hm? Also Schlock, willst du mal riechen? Das riecht wie in meinen Schuhen drin. Das wollte ich auch sagen. Also es riecht wirklich wie in deinen Schuhen. Jetzt verstehe ich nämlich, wieso Leute Fußfetisch haben. Das riecht wirklich weil die Steak mögen. Moment. Sie weiß, wie es in ihren Schuhen riecht? Jetzt hätte ich Fragen, ganz viele Fragen. Aber wir kriegen sie nicht beantwortet, deswegen behalte ich die Fragen für mich. Gleich beißt sie dir Zu langsam ist der Gockel. Zu langsam ist der Gockel. Geil! So langsam ist der Gockel, bin ich nicht! Hey, das war eine coole Reaktion. Geil. Ah, der Papagei ist geil. Schatz, wir brauchen einen Papagei. Aber erst nach der Katze. Ich müsste mal gucken. Auf jeden Fall echt geile Karte. Gleich kommt ein Zug. Das war doch wohl klar, dass da jetzt ein Zug kommen muss, oder? Hat jemand irgendetwas anderes erwartet? Ich glaube nicht. Hat er sich gerade die Keule aus dem Arsch gezogen? Das wollte ich auch gerade fragen. Oh mein Gott. Ich habe keine Frage, aber Bilder im Kopf. Oh Gott. Nein. Was anderes bitte. Was ganz schnell was anderes. Ja, das ist lustig. Ey, Schatz, jetzt weißt du, warum ich schwarze Fingernägel haben will. Ich brauche schwarzen Nagellack. Und Geduld. Also zwei Dinge, die ich nicht habe. Das eine kann man besorgen, das andere wird schwierig. Ups in the channel. Ja, willkommen zurück in Lucky Family. Du bist jetzt ein Jahr quasi Subscriber. Ja, habe ich doch vorhin schon gesagt. Wenn ihr die schweren Worte nicht könnt, dann benutzt die einfachen. Aber Abonnent ist doch gar nicht so schwierig. Ich habe ja auch schon einen Abonnenten. Unsere Xautina. Ja. Genau. Vielleicht kriege ich noch ein paar dazu irgendwann. Was macht denn er da? Der macht ja so Limbo-Schlange. Der macht wie beim Breakdancen diese Schlange auf dem Boden. Alter, guck mal hier. Oh, könnt ihr das so smooth wie ich? Ach du Scheiße. Immer wieder diese Talente, die ich bei mir entdecke, das ist krass. Ja, ich mach's jetzt nicht nach, aber. Also Breakdance habe ich so in den 80ern auch gemacht. Da war das ja so mit Pappkarton auf dem Schulhof, hat man das dann gemacht, zur Musik entsprechend. Nicht schlecht. Aber ist lange her. Heute würde ich das nicht mehr hinkriegen. Ich habe die letzte Mal versucht, ob ich diesen Armheber noch hinkriege, aber nie habe ich nicht mehr hin. Ich habe zwei neue Commands gemacht. Einmal Ausrufezeichen Hack und einmal Ausrufezeichen Hit. Ja, mit dem einen schlägt man ein mit einem Fisch oder so, mit einem Chicken Nugget. Oh mein Gott. Nicht Hack. Wie umarmen, Tobi. Hack. Tobi, hätte ich Hack gesagt. Ja, das ist, das Deutsch-Englische ist dann immer, besonders wenn zwei Worte in zwei Sprachen gleich klingen, aber unterschiedliche Bedeutungen haben. Ja, genau.
Das ist wie mit Schriftzeichen im Asiatischen. Da kann ein chinesisches Schriftzeichen im Japanischen was völlig anderes bedeuten. Und bevor jetzt jemand kommt, ja, auch im Japanischen werden chinesische Schriftzeichen benutzt. Zumindest teilweise. Zum Auffüllen. Someone like you for our vaccine program. Was ist das denn jetzt? Doc, I don't think I'm alone in here. Hey, wait! I need you! You have to get here! Hello? Jenny, stop! You have to get it, can you? Oh, wait. Also, bei... also, ich muss eins sagen. Nach den Geräuschen, die man im Hintergrund gehört hat, ja, also so dieses Stampfen, habe ich jetzt etwas Größeres erwartet. Also die Frau hat einen ziemlich resoluten Gang, muss ich sagen. Der möchte ich nicht unter die Finger geraten. Bleib bitte so. Autsch, ich häng mit dem Kopf in dem Ding drin. Oh, das tut weh. Das tut ja schon vom Kuchen weh. Also erstmal, das tat schon vom Zugucken weh. So, das zum einen. Und zum zweiten Mal diese Lache. Oh mein Gott. Nein, bitte nicht. Jetzt soll ich dich schon in den Helikopter. Oh, ich krieg gleich irgendeinen Schuh ins Gesicht. Oh mein Gott. Das würde ich vom Chiropraktiker mal untersuchen lassen. Das sah nicht gesund aus. Definitiv nicht gesund. Ich finde es gut, dass du es gerne naturgetreu haben möchtest. Ja, ansonsten sieht es ja hässlich aus. Und hässlich ist nicht schön. Da ist er wieder. Ich hab schon wieder gedacht, sie hätten ihn weggelassen. Aber da haben wir ihn wieder. Den Spruch der Woche. Und da ihr die Folge ja morgen bekommt, im Laufe des Tages, ja, da habt ihr den Spruch der Woche. Ansonsten sieht es ja hässlich aus und hässlich ist nicht schön. Ja, das ist eine sehr gute Weisheit und sogar treffend. Ja, so. Also, weiter geht's. Alle haben gesagt, es geht nicht. Nein, geht nicht. Es geht nicht. Es geht nicht. Okay, alle sagen, es geht nicht. Was ist, wenn der Gegner spawnt in der Sekunde? Gut, dann hätten wir das auch. Hey, cool. Cooler Move. Klar, wenn du das ist halt so der Glücksmoment, wenn man genau im richtigen Moment etwas macht, was eigentlich normal nicht geht. Spiele sind halt vorprogrammiert. Die haben einen gewissen Ablauf. Manchmal hat man so kleinere Momente drin, die sich verändern können. Aber im Großen und Ganzen arbeitet das Programm ja eigentlich nur seinen Code ab. Fertig. Und wenn man da halt gut aufpasst, kann man da schon solche Kniffe mitkriegen. Let's go, das Unterhosenmobil. Ich steuer wieder. Siehst du? Unterschätzt niemand. Auch. Was lernen wir aus diesem Bild? Steige bei ihr nie ins Auto ein, wenn sie so Auto fährt, wie sie ein Schiff im Spiel lenkt. Das könnte an der nächsten Straßenlaterne enden. Und ja, nee, weiter wollen wir nicht denken, also weiter. Ey, Hula Hoop. Das war nicht so gut. Das probieren wir nochmal. Ja, weiter. Ja, schon. Das erste Mal war wirklich besser. Ich will nochmal. Krass. Mal probieren. Krass. Ja, wow, ist ja Wahnsinn! Diese Hüftbewegung. Besser wird's nicht, aber ich bin sehr stolz auf mich. Das ist ja großartig. Viel besser als viele. Hoffentlich erkennt man mir meine Pflegestufe jetzt nicht. Wow. Mehrfach wow. Ganz ehrlich, erstens mal, Respekt, das vor der Kamera zu machen. Also, das ist schon nicht einfach, Hula Hoop. Aber dann auch eingeschränkt zu sein und das vor einem größeren Publikum vor der Kamera zu machen, das ist respektvoll. Und ich sage euch jetzt mal eins, es ist wieder ein kleiner Moment, etwas ernster. Wer sich über eingeschränkte Menschen lustig macht, kann bei mir gleich wieder gehen. Eingeschränkte Menschen sind Menschen und sollten auch so behandelt werden.
Wir haben hier, das habe ich bis vor kurzem nicht gewusst, wir haben hier bei uns im Nachbarhaus ein Downy wohnen. Eine kleine Downy. Und ich kam die Tage nach Hause und da lief sie mir vor die, lief sie gerade aus dem Haus raus mit ihrem Papa und lief mir vor die Füße und der Papa entschuldigte sich bei mir. Da habe ich mich rumgedreht, weil ich das sofort wahrgenommen habe, weil Downys haben eine ganz tolle Optik, finde ich. Und habe gesagt, gar nicht nötig, alles gut, es ist nichts passiert, alles gut und Downys vor allem sowieso keine Entschuldigung nötig. Und das war, ich fand das richtig toll und das ist das Schöne daran, sie hat mich ganz, ganz groß angeguckt und hat mich angelächelt. Das fand ich so toll. Also das hat mir an dem Tag wirklich den Abend versüßt. Neben natürlich, dass ich kurz danach meinen Mann gesehen habe. Aber das war wirklich süß. Ja, genau. Ich will ja nicht unbedingt alleine schauen. Deswegen... Olli! 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 Hallo Olli! Schön, dass du da bist. Schatz, was meinst du? Wollen wir zusammen Temptation Island schauen? Ja, so direkt hättest du es nicht sagen müssen, ne? Ja, ich hau jetzt mal den Ton weg. Ganz einfach. Also, was mich gewundert hat, es kam heute nicht, deswegen mache ich das jetzt. Leute, abonniert Twitch Clips Germany. Ja, genau, so muss das sein. Genau. Das ist wichtig. Weil die leben nämlich davon. Die kriegen keine Werbeeinnahmen, deswegen ganz wichtig. Und das machen wir jetzt hier auch, wie immer. Natürlich bei solch tollen Folgen abonniert habe ich schon. Ein Like gibt es von mir oben drauf. Und wenn ihr das Ganze auch machen wollt, weil ihr Twitch Clips Germany unterstützen wollt und wir weiterhin zusammen so tolle Compilations sehen können, unten ist das Video in der Videobeschreibung verlinkt. Da könnt ihr das dann nachlesen und draufklicken und landet dann da. Ich würde mich natürlich auch freuen, wenn ihr bei mir ein Like und ein Abo da lasst. Beides tut nicht weh, macht schön und hilft diesem Kanal. Und ja, wenn ihr Anregungen habt, wie zum Beispiel Kritik, Vorschläge, was man reacten könnte. Ich habe jetzt gerade vor ein paar Tagen einen zweiten bekommen, der Vorschläge reingepostet hat. Die kommen nächste Woche. Oder Kritik habt oder sonst irgendwas zu dem Kanal hier loswerden wollt, unten in die Kommentare. Ich reagiere auf jeden Kommentar persönlich. Ja, und viel mehr kann man eigentlich zu dieser tollen Compilation heute nicht sagen. Ich habe mich gefreut. Würde mich freuen, wenn ihr noch ein anderes Video seht, was euch so vorgeschlagen wird oder in der Liste drin ist. Und wir sehen uns wieder. Bis dahin sagt euch Tschüss, eure Josie.